Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Agrarian Skies. So, und wir bauen uns jetzt mal ganz dezent schon mal ein paar Item Ducts. Denn die brauchen wir auch für eine Quest. Da haben wir schon mal 6. Wir brauchen noch die anderen. Moment. Wir brauchen noch die Temperate Fluid Duct. Fluid Duct. Die Temperate, die werden mit Inva gemacht, meine ich. Oh, doch nicht. Okay. Ich hatte gedacht, die werden mit Inva gemacht eigentlich. Oh, dann nicht. Dann, oh ne, oder sind das die... Die anderen. Sind das die? Will break. Ja, alles klar. Das sind nämlich die, die kaputt gehen, wenn da zu heiß ist. Das heißt, Lava damit? Nö. Ganz einfach. Aber wir haben eine Quest fertig. Nein, haben wir nicht. Wir brauchen noch Servos. Servo, Filter und Retriever. Das heißt, wir brauchen eine Servo. Ist jetzt nicht das Problem. Retriever. Da brauchen wir eine Enderium Nugget. Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Tatsächlich. Wie kriegen wir den Enderium Nugget jetzt schon? Frage. Ja, ja, eben. Haha, toll. Molten Enderium. Super, ihr seid ja richtig geil. Achso, warte mal. Ah. Molten Shiny? Also heißt 2 Tin? Ein Silber und ein Shiny. Ah. 2 Tin, ein Silber, ein Shiny. Ein Silber, 2 Tin. Shiny, haben wir schon Shiny? Shiny ist Platinum gewesen, ne? Haben wir nicht. Haben wir noch nicht genug. Gut, dann hat sich das erstmal erledigt. Dann hatte sich das erstmal erledigt, weil wir haben noch kein. Noch nicht genug Platinum, okay? Dann noch nicht. Problem ist, ich würde gerne das hier rauspumpen. Am besten in der Eisenchest erstmal, weil die noch größer ist als eine normale. Ich glaube, die gibt's hier schon, ne? Oder gibt's die? Bestimmt. Nein, gibt's nicht. Schade. Warum gibt's die nicht? Weil die nicht gibt. Sorting Compact Chest. Compact Storage. Double Chest. Warum kann ich die alle nicht bauen? Frage. Skystone. Ja, super. Ich weiß, es gibt hier so ein Teil, womit man Chests bauen kann. Ich glaube, das war das, ne? Genau, Compact Chest. Das ist dieser Builder. Gucken wir mal, was der kostet. Builder. Eine Kiste, 2 Lever, 6 Eisen. Okay. Eine Kiste, 2 Lever und 6 Eisen. So, das heißt Lever. Lever. Da brauchen wir erstmal Kobbel. My friend. Da brauchen wir jetzt Lever. 2 Stück. Eine Kiste und dann Eisen, ne? Da ist er doch. So, da wir ja sowieso Bock haben, packen wir den auch hier hin, irgendwo. Genau, und da kann man nämlich jetzt das Zeug machen. Sagen wir mal so, da brauchst du 2 Chests, 10 Iron, 10 Iron Bars und 2 Clay. Machen wir mal 20 rein. Wie viel brauchen wir denn da? 15, 15. 22 von allem. Das ist ein bisschen viel, ne? 22 von allem ist viel, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir machen 16 von allem. So, dass wir bei 16 sind. 17. 15. Da ist eine Reihe weniger. Genau, 16. Genau, 4 Clay und 4 Chests. Clay, haben wir noch Clay? Genau, haben wir. Haben wir sogar. 4 Clay haben wir. 16 davon haben wir. 16 davon haben wir. Haben wir jetzt noch Eisen über? Ne, ich glaube nicht, ne? Ach, hier haben wir noch Eisen. Kein Ding. Jetzt brauchen wir noch Holz. Ein bisschen Gehölz brauchen wir noch.
Denn wir brauchen ja auch Kisten dafür, ne? So, du wächst mal und du wächst mal. Danke. Sehr gut. Wiedersehen. So, schön mit der Haste Pickaxe. Pickaxe, ja. Hier Dingens. Hatchet. So. Schon ein bisschen was abhaken. So. Unser zwei Sapling schon wieder gekriegt. Sehr gut, das wollte ich auch. So, jetzt brauchen wir noch vier Kisten. Eins, zwei, drei und vier. Dann wollen wir die mal dahin bauen, hinpacken. Und dann Build Chest. Und wo ist er? Ja. Hallo? Chess? Hast du Lust? Das ist ein Backpack, will ich nicht. Ja, wo ist jetzt die Kiste? Ist doch nicht, die ist runtergesegelt. Kann doch nicht. Normalerweise packt ihr die nicht hier irgendwo rein. Ich glaube, meine Kiste ist weg. Nö. Ist ja echt meine Kiste weg? Ernsthaft jetzt? Scheint so, ne? Also ich würde sagen, die ist weg. Also ich wüsste jetzt nicht warum oder so, aber ich glaube, die ist weg. Heißt, wir können die ganze Scheiße nochmal machen. Toll! Wir haben ja so viel Eisen, ne, Freunde? Obwohl ihr geht, Eisen haben wir eigentlich genug, muss man ja sagen. Oh, da schon wieder Mossy Stone. Kommen wir da auch langsam voran. Aber eigentlich wollte ich mein ganzes Eisen nicht verkloppen jetzt für eine Kiste, ey. Wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal eine normale Kiste da drin und fertig. Ich habe keine Lust jetzt eine komplette nochmal zu bauen. Das ist mir zu teuer. Einfach. So, wir schmelzen jetzt einfach noch ein bisschen Eisen ein und dann ist gut. So, wir müssen nur die Schmelz mal irgendwann größer bauen, weil da nervt, wenn da so wenig reinpasst. So, der Pulverweiser ist gerade dabei. Oh, genau 16, cool. Ist da noch was drin? Ja, LED. LED. Stimmt, ich habe LED geschmolzen. Für, ja, die Item Ducts und so. Mir fällt gerade ein, ich muss sowieso Eisen haben. Für die Nuggets und so. Muss ich sowieso haben. Komm, mach dich mal vom Acker da. So, da waren noch zwei Saplings. Sehr gut. Rein da. Da haben wir noch ein bisschen Glas. Das kommt auch hier rein. So. Jetzt hat er natürlich keinen Gravel mehr. Das war mir schon bewusst. Ich würde ja fast sagen, ich hau das einfach hier rein. Hast schon ein bisschen Eisen geschmolzen. Dann hat er noch nicht. Jetzt aber. Sehr gut. Dann werden wir mal die Servos bauen. Dass wir das Sieve und den Pulverweiser dann im Prinzip schon automatisiert haben, zum Teil. Wir müssen dann nur noch gucken, dass wir was haben, womit wir ja, Cobblestone nachlegen. Was brauchte man für die Servo nochmal? Servo. Ein Glas, ein Redstone und Eisen. Ein Glas, ein Redstone. Ja, Redstone ist natürlich jetzt nicht so geil bei uns momentan. Und ich habe auch keins mehr. Ein Glas, ein Redstone. Und im Prinzip Eisennuggets. So. 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 Und so, ne? Richtig, da ist er doch schon. So, wenn ich den jetzt nochmal so auf Out stelle, sollte der eigentlich alles da reinpumpen, oder? Oder auch nicht. Doch, machen. Geil!
Ja, mach er doch auch. Danke. Ach ja, der ist so lahmarschig, genau. Ist ja nicht so schlimm, der ist ja sowieso nicht gerade wirklich schnell. So, und im Prinzip kann ich den genauso hier dran machen. Und dann auch auf Ignored stellen. Dann müsste der eigentlich alles rauspumpen, wenn er fertig ist. Wenn er was fertig hat, sagen wir mal so. Na gut, die Servo ist jetzt nicht die überragendste. Was war das? Aber egal. Es läuft. Er pumpt's raus. Und alles, was wir jetzt hier im Prinzip reinkriegen, kriegen wir da auch raus. Ne? Hab ich recht? Ja, irgendwas macht er auf jeden Fall. Ich glaube, Gravel gerade. Passt. Sehr schön. Sehr gut. Haben wir das auch schon gemacht? Das heißt, eine teilweise Automatisierung haben wir sogar schon. Haben wir sogar schon. Ich hatte Erde gemacht. Haben wir da schon irgendwas wieder? Haben wir da irgendein Tier? Nein. Warum auch? Ich brauche mal ein bisschen was zu essen. Ich brauche unbedingt viel mehr Kisten. Ich brauche viel mehr Kisten erstmal. Anders geht das gar nicht. Und das Problem ist einfach, der kriegt viel zu wenig Strom. Das heißt, wir werden uns jetzt mal ransetzen, mehr Solarpanels zu bauen. Schauen wir mal. Wir haben Silber. 4, um genau zu sein. Wir haben Glaspanes. Das heißt, wir werden erstmal jetzt hier mit. War das nicht so? War die nicht so? Die Möhrs? Achso, normales Glas. Oh. Ups. Normales Glas will er haben. Okay. Dann kriegt er auch normales Glas. Da werden wir mal normales Glas machen, wa? Warte. Sonst sehe ich das nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal 16. 16 wären 5 Glas. Also 5 Mirrors. 5 mal 2 sind 10. Wären 10 Mirrors. Geht so, kriegen wir sowieso nicht hin, weil wir viel zu wenig Redstone haben. Das heißt, wir müssten eigentlich das ziften. Könnte ich eigentlich auch machen mal. Warte, wir schmeißen mal kurz hier. Ja, ich bin auch ein Ochse. Vielleicht mache ich da was mal Sand draus. Wir müssten unbedingt Redstone haben, mehr. Viel mehr. Und ich würde sagen, wir bauen. Ich finde mal dann. Eins der nächsten Ziele wird. Wird nächstes Solarpanel sein werden. Denke ich mal. Damit wir den Pulverizer da vernünftig anfeuern. Hä? Damit wir den Pulverizer richtig anfeuern können. Deswegen würde ich sagen, wir machen uns jetzt mal kurz mal so 16 Dust oder so. Das ist 16 Gravel, 16 Sand, 16 Dust. Und dann hauen wir das in den Sieve rein. Und dann so würde ich sagen, vielleicht machen wir so eine Doppelkiste daraus. Da müssen wir aber ein zweites Item-Duck dran machen. Denn, das ist normalerweise so. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber Doppelkisten werden, da müssen zwei Item-Ducks dran. Kann ich euch auch zeigen, wie ich das meine. Ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber es war auf jeden Fall immer so bei den Dingern. Dass man, wenn man zwei Kisten dran machen will, muss man das so machen. Und zwar so, damit er beides als Inventar sieht. Kann man so sagen. Dann sonst sieht er das nicht beides als Inventar. Dann packt er nämlich nur die eine Seite voll. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist immer noch. Keine Ahnung. Ist mir auch Wumpe, aber so war es auf jeden Fall immer. Deswegen bei Doppelkisten muss man ein bisschen. Das ist ein bisschen tricky. Bei den Thermal Dynamics Leitungen, wie sie ja jetzt heißen. Das ist ja Thermal Dynamics. Der Mod. So, wir machen jetzt 17 Dust. Vielleicht kriegen wir da auch ein bisschen Redstone raus. Mal schauen. So. Wenn das Geknüppel nicht wäre hier die ganze Zeit, ne? Wir könnten natürlich den Pulverizer benutzen, aber der dauert natürlich ewig. Da habe ich jetzt nicht unbedingt Lust zu. Deswegen hauen wir jetzt den Dust hier einfach rein. Der kann jetzt mal kurz gleich warten, bis er fertig ist. Und dann schauen wir mal, ob wir Redstone kriegen. Wir haben schon ein bisschen Glas fertig.
Silber haben wir. Das heißt, wir werden uns schon mal ein paar Dingsies hier machen. 6, das heißt, 2 Solarpanels könnte ich sogar schon machen. Ja, du kannst jetzt sowieso nicht weitermachen. Genau, da kommt schon Redstone raus. Das ist sehr gut. Denn einen Redstone brauchen wir immer. Das heißt, wir können jetzt 2 Solarpanels wieder machen. Was natürlich jetzt relativ witzlos ist, aber ist egal. Wir bauen das jetzt einfach. Können wir nicht, weil wir kein Holz mehr haben. Ja. Ach ja. Immer da mit dem Holz hier. So. Komm, wachse. Auf Wiedersehen. Ein Apfel. Mit den Erdo. Gibt's hier eigentlich auch Apple Trees? Bestimmt, oder? Wenn die Pam's Harvest Craft drauf ist. Jo, sehr cool. Dann werden wir uns auch mal schon mal gönnen. Möchte ich haben. So, wie viel können wir überhaupt machen? 4. Das ist gut. Weil 2 können wir sowieso schon machen. Sehr gut. So, dann wollen wir nämlich... Ich will nämlich einen noch hier hinbauen und einen hier hin. Das heißt, unser Dingens kriegt jetzt doppelt so schnell Strom, genauso wie der hier. Das passt ja eigentlich. Und jetzt haben wir schon 3 Redstone wieder, sehr cool. Das heißt, wir können noch, 1. Wir können gar keinen mehr bauen eigentlich. Schade. Fehlt uns wieder Silber. Weil da fehlen uns jetzt wieder Mirrors. Wir haben jetzt 4, ne? 8 Stück brauchen wir für das nächsthöhere. 8 Stück. Ja, das dauert noch ein bisschen. Bis wir so weit sind. Oh, wir haben Platinum. Wir können dann sogar Enderium schon machen. Können wir nicht, weil wir jetzt kein Silber mehr haben. Haha. Wofür brauchen wir das eigentlich? Für irgendwas brauchen wir das jetzt. Ach, für die Retriever war das, ne? Ich weiß gar nicht, wofür die sind. Ey, das ist doch bestimmt irgendwie... Irgendwas von wegen... Retriever ist doch bestimmt sowas, wo man was anfordern kann oder sowas. Irgendwie sowas bestimmt. Könnte ich mal fast von ausgehen, ne? So, Platinum kann auch da rein. So, wir haben Blaze Powder. Ja, sieht aber komisch, das sieht aber cool aus hier. Glowstone, guck mal an. Certus Quarz Dust. Ah, das läuft doch. Und jetzt macht er auch wieder Gravel. Der sollte eigentlich jetzt schneller gehen. Denke ich. Schauen wir mal. Aber die Folge ist schon wieder vorbei. Diesmal machen wir sie nicht so lang. Und wie immer würde ich zu euch sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Agrarian Skies Nummer 2. Tschüssingen!